Musikmesse in Frankfurt 2014 und für euch am Start hier musikmachen.de natürlich, gerade bei GEWA. Und ich sehe was Schönes, Weißes, aber im Hintergrund auch was Schwarzes. Zwei coole neue Farben und ein paar tricky Sachen an diesen Dingen. Das erklärst du mir aber, Gerd. Ja, sehr gerne, hallo Max. Ja, DP120 ist eine komplett neue Entwicklung, haben wir jetzt auch hier in Frankfurt zum ersten Mal vorgestellt. Hinter DP120 steht ein komplett neues Konzept. Auch hier offensichtlich natürlich erstmal eine neue Gehäuseform, eine neue Gehäusefunktion. Ja, wenn man heute mit so Designern spricht, dann gehen die her und ja, und dem Zeitgeist entsprechend. Ich mag das nicht so ganz, aber in der Tat, es ist sehr modern gehalten, sehr stylisch gehalten, klein, kompakt. Wir haben auch hier die zwei Farben, die wir auch bei den anderen Pianos ja schon einsetzen. Und haben einige wirklich tolle Zusatzfeatures hier drin. Zum einen ist es natürlich ein Home-Piano und zum anderen haben wir dann die Funktion, dass wir das Oberteil rausnehmen können und haben dann ein richtig schickes, cooles Stage-Piano. Haben natürlich alles, was den Funktionsbereich betrifft, dementsprechend auch berücksichtigt. Also man sieht die Dämpferleiste, die hier unten natürlich im Hauptständer verbleibt, kann man abziehen und wir haben dann auf 6,3 mm Monojacks die ganz normalen Standardanschlüsse, dass man jeden Damper dazu verwenden kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir bei dem Piano, und das ist in dieser Größe auch eigentlich außergewöhnlich, einen 2x20 Watt Digital-Amp drin haben, Class D. Also das Ding macht richtig Alarm und trotz dieser kompakten Gehäusegröße hat es eine unglaubliche Bassdynamik drin. Wir haben alle Funktionen, die wir von den bekannten Modellen 140 und 160 und 180 haben, haben wir in das kleine Gehäuse reingebracht. Also das heißt 6 Layer, ist eine unheimlich hohe Dynamik abrufbar und umsetzbar. Wir haben den aufwendigen Concert Grand Flügel Sample drin mit 12 Sekunden Samplingzeit. Also das Ding macht richtig Spaß zu spielen. Es preist sich natürlich hochinteressant, nimmt nicht viel Platz weg. Ja. Also auch wenn man gerade so, ich sage es mal, im urbanen Bereich, im Stadtbereich wohnt und eine kleinere Wohnung hat und sich dann jetzt so einen riesen Klopper reinstellen will, ist das DP120 mit Sicherheit die richtige Wahl. Perfekt, also ihr seht, es steht hier auf einem sehr schönen, edlen Gestell, aber mit diesen vier oder jeweils zwei Schrauben an der Seite könnt ihr das einfach lösen und mit auf die Bühne nehmen. Perfekt, vielen Dank.